aktuell die Neuheiten an und das, was viele Leute natürlich interessiert und uns natürlich auch, die MP7. Wir haben jetzt hier nochmal einen Experten mit dabei von Umarex, der uns jetzt hier nochmal ganz genau erklärt, wann kommt das gute Stück, wann ist es verfügbar, was wird der ungefähre Preis sein und dann natürlich auch, was sind die Features, was macht diese MP7 so besonders als SRG. Grundsätzlich ist das die erste Full-Size MP7 als SRG, die auf dem Markt ist. VW hat sich da ein paar Features einfallen lassen, die schon ziemlich geil sind, muss man einfach so sagen. Wir haben ein Magazin-Monitoring, heißt letzten Endes, wenn ich das Magazin aus der Waffe nehme, ich habe den Akku eingesetzt, kann die Waffe entsichern, kann abdrücken, die schießt nicht. Ebenso, wenn das Magazin leer ist, stellt sie sofort den Schießbetrieb ein. Zusätzlich dazu hat die Waffe eine Energie von 1,3 Joule. Kompakte Bauweise ist natürlich schon heftig, was da an Leistung noch rauskommt. Und der MOSFET und der ECU ist natürlich dementsprechend auch drin. Was man an der Stelle sagen muss, wir sind leider in Deutschland natürlich so reguliert, dass wir nur semi-automatisch schießen können. Das heißt, wir haben natürlich nach wie vor die Gefahr von einem Jam. Bei der MP7, man sieht ja, wie kompakt die ist. Ja. Die auseinanderzunehmen ist eine ganz schön schwierige Sache. Okay. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, früher oder später kann es passieren, dass die Waffe jammt. Wir müssen die aber nicht auseinandernehmen, um die zu entjammen. Wir haben hier oben eine Bohrung. Da geht man mit dem Schraubenzieher oder dem Infoschlüssel rein, drückt einmal runter, dadurch mit der ARL entspannen und wir können sofort weiterschieben. Verfügbar ist er ab sofort und der Preis wird bei 449 Euro. Okay. Ansonsten auch schon bekannt, wir haben hier komplett beidseitig bedienbar. Das heißt Magazinauswurf, hier unten Standard MP7, funktioniert auf beiden Seiten. Links, rechts, wir können uns hier drüber. Dann natürlich Feuerwehrhebel auch auf beiden Seiten, also bedienbar. Und hier Goldcatch ist auch. Der ist funktional, rastet ein, kann man das Hop-Up einstellen und dann im Endeffekt hier wieder schießen. Okay. Ja. Also funktionierender Goldcatch, auch sehr cool. Jetzt natürlich noch die spannende Frage. Wir haben jetzt hier die Version mit dem fest integrierten Frontschaft oder dem Frontgriff. Kommt auch noch die mit der Rail? Geplant ist derzeit noch nichts. Okay. Was mir aber gerade einfällt, die Thematik mit der ECU, mit dem Magazinmonitoring, haben wir natürlich das Problem, wenn wir aus irgendeinem Grund Leerschüsse abgeben wollen. Sei es, dass doch mit einem BW in der Operation sitzt oder. Aber natürlich das Problem, so schießt er nicht. Dann haben wir zusätzlich noch einen Dry-Fire-Modus, dafür nehmen wir das Magazin einmal aus der Waffe raus, drücken einmal den Bolt-Cap nach außen und dann können wir die E-Kopf noch anlagen. Sehr cool, sehr cool. Ja, ansonsten, ja, Verarbeitung, Body, fühlt sich auf jeden Fall sehr hochwertig an und Besonderheit hierbei auch nochmal, oben die Riss, kein Kunststoff, sondern Aluminium oder Stahl. Auf jeden Fall, aber auf jeden Fall sehr hochwertig, das heißt, hier lassen sich also auch hochwertig auch gegen problemlos anbringen. Sonst die Flip-Off-Zeit standardmäßig ist hochgeklappt oder lassen sich natürlich auch im abgeklappten Zustand dann verwenden. Also auf jeden Fall sehr cooles Teil.